Hallo in die Runde, willkommen zum Maskerade-Event. Eigentlich nicht die Maskerade an sich selbst, sondern die letzte Ebene. Und da habe ich einen Zuschauerwunsch bekommen, und zwar von Thomas. Ich sollte das doch mal bitte mit 4 Sternen machen und nicht immer nur mit 5 Sternen, wenn ich mal ein Video damit hochlade. Eigentlich ist das so eine Sache, die Archon macht, und ich möchte eigentlich nichts machen, was andere deutsche Streamer machen. Erstens sehe ich mich nicht als Streamer, sondern ich finde es gut, wenn jeder ein Alleinstellungsmerkmal hat. Und Archon hat diese Sachen gemacht, eben mit 4 Sternehelden. Ich habe die zwangsweise lange Zeit gemacht mit dem, was ich habe. Und jetzt hätte ich 7 oder 8 Fünfe, und die könnte ich auch nutzen. Ich gehe jetzt ein einziges Mal darauf ein. Wünsche dir viel Spaß, Thomas. Und hoffe, du bist nicht enttäuscht. Ich habe mich für dieses Team entschieden. Mana, Uhren und Belebung für den Fall, dass irgendwas schief geht. Hoffen wir einfach mal, dass es nicht schief geht. Ich gebe zu, ich habe überhaupt nicht reingeguckt, was hier an Endgegner kommt. Ich habe das Ganze eigentlich, dieses ganze Event bisher nur auf Autoplay durchgespielt gehabt. Ich habe da mein grün-lila Team, was ich normalerweise nehme, mit Heimdall, Rigard, Freya benutze ich da noch. Und dann haue ich da einfach durch. Nichts Besonderes, einfach nur im Autopiloten durchlaufen lassen. Der Schaden, der da rumkommt, wird locker weggeheilt. Und das macht Spaß, das ist ein ganz gutes Team. Man sieht schon, hier kommt relativ wenig bei rum. Ich möchte relativ wenig Steine verlieren. Für die nächste Runde geht das direkt drauf. 5 Runden haben wir. Das wird nicht einfach. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Muss man mal gucken. Dadurch, dass ich auf 4 Leuten Gegenschlag habe, finde ich persönlich, ist das sehr, sehr gut. Und den lassen wir auch nicht auslaufen. Wir holen uns hier drüben einmal Mana. Ein bisschen habe ich Schiss vor der letzten Runde, weil ich bin offen und ehrlich, das ist ein Experiment, und normalerweise mag ich es eigentlich, mit Heimdall zu spielen und Heimdall in der Hinterhand zu haben. Reicht das? Ja, gut, Ebene 3. Übrigens finde ich das sehr, sehr schön. Diesen Anzeiger da oben, den wir mit eurer Hilfe implementiert haben. Also ich weiß nicht, wie es euch gefällt. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Verbesserung. Und das ist keine Weihräucherung, weil ich das damals vorgeschlagen habe. Ihr fandet es auch cool. Wir haben es übernommen und es ist drin. Und das ist das, was zählt. Und ich bin so froh, dass es drin ist. Direkt in die Vollen. Die Heilung heben wir uns einmal auf, auch wenn wir da gleich wieder voll machen können. Das machen wir auch. In die letzte Runde möchte ich eigentlich mit so viel Mana wie möglich, sprich, es soll alles voll sein, und erst dann gehen wir in die letzte Runde.
hast ziemlich wenig Rot, das würde reichen. Das sollte für den reichen und dann gucken wir mal. Blau ist nicht gut. Da hätte man vielleicht mal aufpassen sollen und ja. Ich bin mal gespannt. Wollen als erstes definitiv das Kostüm rausnehmen. Da hat man gesehen, das war gut. Das könnte vielleicht reichen. Wie hoch haben wir? Ist noch ein Zug. Da war der Auto-Hit aber gar nicht mal so wenig. Nicht, 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 nicht. Okay, der überlebt das. Aber wir gehen kein Risiko ein. Da lösen wir direkt aus. Das Problem ist, dass Magni und Satana wieder auslösen werden. Deswegen nehmen wir einmal die Uhr, verabschieden uns von knapp 300.000 Eisen und gucken wir mal, was hier oben noch nachkommt. Das war gut. Den roten nehme ich mit. Ja, das war dumm, da war ich zu schnell, der hätte auf Satana gemusst. Ein sehr, sehr cooles Kostüm, wie ich übrigens finde. Was allerdings den Weg noch nicht gefunden hat. Satana level ich gerade. Böser, böser, böser Bube, dessen Name nicht genannt wird. Ich glaube, ich habe vorhin seinen Namen ausgesprochen, das bringt Unglück. Aber ihr seht, es ist mit 4-Sterne-Helden absolut machbar. Ich habe 3 Mana-Tränke, also einen mittleren, 2 kleine und eine Uhr benutzt. Ich würde fast sagen, wenn ich jetzt einfach mal grün auslöse und eine Combo freitrete, dürfte das reichen. Zumindest hat der Gegenschlag gereicht. Nochmal Grüße an dich, Thomas. Erfüllt. Nochmal werde ich das allerdings nicht in 4 Sterne machen. Was ich jetzt allerdings noch mache, ist einmal das Beschwörungsportal aufmachen. Und es gibt genügend, was ich haben will. Und wir gucken einfach mal, was rauskommt mit den 4 Dingern. Vor allen Dingen hätte ich gerne den Held des Monats. Tibotus, Kirill habe ich zwar schon, aber Tibotus würde ich nehmen. Kirill, einen zweiten würde ich gerne haben, einfach weil ich noch einen zweiten hochleveln würde. Aber das werden nur 3-Sterne-Helden, dann ist das halt so. Und kein Bonuszug. Dann war es das. Ich verabschiede mich. Bis morgen Abend zum Krieg. Macht's gut. Tschüss.